Kalimera, Freunde der guten Unterhaltungsmusik. Endlich kann ich wieder gut drauf sein. Denn, warum lade ich dieses Video hoch? Ich hatte Tatsache im April, Mai 2023 einen Bandscheibenvorfall. Es stellt sich heraus, dass es sogar nicht nur einer war, sondern zwei direkt übereinander. Die eine Bandscheibe nach innen in Richtung Wirbelsäule, die andere nach außen aufgeplatzt. Und ja. In dem Video will ich euch mitnehmen, um euch mal so meinen Weg, den ich hier gegangen bin, mal näher zu bringen, einfach, weil es kann ja wirklich jeden treffen, dass man ein medizinisches Problem hat, wenn man auswandert oder im Urlaub ist. Und es war ein langer, langer Weg. Ihr werdet jetzt viele Eindrücke sehen. Wir waren bei Ärzten, Krankenhäusern, Physiotherapeuten. Und letzten Endes bin ich hier in Kalifis. Hinter mir beim Lefteris gelandet und der hatte mir Ende 23 gesagt: Mensch, was einer unserer schwersten Fälle? Ich sage: Oh, dieses Jahr? Nein, seit Bestehen dieser Praxis, und diese Praxis gibt es seit fast 20 Jahren. Juhu, kannst du dir nicht aussuchen, sowas? Aber der Mann hat es echt geschafft, mich jetzt in 2,5, 3 Monaten Arbeit zu 80%, würde ich sagen, sind wir jetzt wieder hinzubekommen. Ja, und wie wir da hingekommen sind, das seht ihr jetzt mal. Also, kommt mit auf meine nicht ganz so schöne Reise, aber auch das gehört, wie gesagt, zum Leben dazu. So, also, mitkommen. So, nachdem jetzt 20 Minuten Wartezeit rum sind, ich habe nämlich eine Spritze bekommen, Schmerzmittel und eine muskellösend, krampflösend. Ja, sollten jetzt noch 20 Minuten warten, um zu gucken, nicht, dass ich eine allergische Reaktion habe. Dann habe ich jetzt hier noch einmal eine Anleitung mitbekommen, was ich alles für Tabletten nehmen soll und das Rezept dazu. Und wenn es nach einer Woche nicht besser ist, dann geht es zum Orthopäden. Ja. Also, wir halten euch auf den Laufenden und mal gucken, wie es behoben wird. So, ihr Lieben, jetzt waren wir bei Retinur beim Orthopäden, weil die Schmerzen sind ja stärker, schlimmer geworden. Ja, sehr zuverlässiger, guter Mann, pünktlich zum Termin auch dran gekommen. Und ja, er hat mir jetzt mitgegeben, einmal Übungen für zu Hause, die ich machen soll, einen Termin fürs MRT, und er vermutet, es ist ein Nerv, der eingeklemmt ist zwischen der Bandscheibe, hat er gesagt, ja, zwischen zwei Bandscheiben. Ja, jetzt werden wir versuchen, dann diesen ausfindig zu machen, wo genau. Also er konnte schon lokalisieren, klar, ich konnte auch nennen, wo der Schmerz ist, aber durch das Röntgenbild erhoffen wir uns dann weitere Aufschlüsse. Und ich hoffe auch, dass es durch die Übungen, die er mir mitgegeben hat, zu Hause ein bisschen besser wird. Also, wir werden sehen, und wir halten euch auf den Laufenden, wie so eine Arztreise hier in Griechenland funktioniert. Ja, ihr Lieben, nach 2 Wochen ist es jetzt soweit. Das hatte ich nämlich Wartezeit. Heute geht es hier zum Bioscan, zum MRT-Termin. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
So, nachdem wir gestern das Ergebnis vom MRT, das heißt die CD mit den Bildern abgeholt haben, waren wir heute in der Privatklinik CPT. Dort gibt es nämlich einen deutschen Orthopäden, den Herrn Dr. Haag, und der hat sich jetzt die Bilder angeschaut und hat eine Diagnose gegeben, die relativ eindeutig war. Ja, die werden wir nun versuchen anzugehen und in den nächsten Monaten das Ganze einfach versuchen, in den Griff zu bekommen. Also es muss nicht sofort operiert werden, das hat er auch gesagt, war da alternativ auch, hat uns da viel mit an die Hand gegeben. Und ja, jetzt drücken wir uns einfach die Daumen, dass es in den kommenden Monaten besser wird. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, also Orthopäde Bettenow, der mich überwiesen hat, hat überall schnell einen Termin bekommen, auch wo mich hinüberwiesen hat zum MRT. Was heißt, dort haben wir schnell, nach 2 Wochen hättest du 100 Euro gezahlt, dann wärst du sofort dran gekommen. Ja, aber auch dort alles wirklich modern und sauber. Und auch hier war wirklich super das Klinikum. Dort haben wir innerhalb von 2 oder von 3 Tagen einen Termin bekommen. Und ja, auch drinnen wirklich die Klinik, alles sauber. Die Leute dort sprechen auch Englisch an der Rezeption. Und ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt. So, ihr Lieben, ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Ja, ich war hier beim Left Teres ein bzw. zweimal in der Woche. Wir hatten immer montags, freitags die Folgewoche Mittwoch und dann wieder Montag, Freitag, Mittwoch und so weiter. Beinhaltet halbe Stunde Akupunktur, dann 15 Minuten Massage, 15 Minuten Übung und es ist echt klasse. Ja, zu Hause natürlich auch, habe ich persönlich noch viel Übung gemacht. Ja, viel dafür getan. Aber wenn du halt Übung für die eine Bandscheibe gemacht hast, hat es der andere geschädigt. Also es war nicht so einfach. Und die Jule hat ein Ärzteverzeichnis zusammengeschrieben, ja, was wir euch einfach zur Verfügung stellen. Den Link dazu findet ihr hier unten. Wenn ihr auf die Videobeschreibung draufklickt, öffnet sich ja ein Text und dort findet ihr es drin. Also, oder Fazit, Gesundheit ist einfach. Ja, Lieben. Gesundheit ist alles, sollte das gerade heißen. Und also wirklich, ich bin so, so dankbar, dass diese Zeit jetzt vorbei ist, weil ich bin ein Mensch, ich brauche immer da wirklich einen klaren Zeitplan, dass du dann, okay, das machst du, dann ist es dann und dann vorbei. Aber jeder Körper ist halt anders. Dem einen dauert es, keine Ahnung, 6 bis 8 Wochen, bei mir hat es halt so ewig gedauert. Und also ich bin echt froh, dass mir das hier in Griechenland passiert ist, hier auf Kreta. Ich habe im Sommer über dann auch echt draußen geschlafen, auf der Terrasse, auf unserer Sonnenliege. Ich konnte weder im Bett noch auf der Couch konnte ich schlafen, ja. Das Einzige, wo ich halbwegs liegen konnte, war unsere Sonnenliege draußen auf dem Balkon, auf der Terrasse. Ja, selbst da halbe Stunde, also der einen Sequenz sieht man das übelst, wie fertig ich war. Ich habe wirklich teilweise halbe Stunde geschlafen, Stunde, anderthalb Stunden wach gelegen, halbe Stunde geschlafen. Es gab auch Nächte, da habe ich mal nur eine halbe Stunde geschlafen und das gefühlt aufgeteilt auf 3 mal 10 Minuten. Also das war schon echt heftig. Und ihr habt es ja neulich gesehen, das Video von der Imbrustschlucht. Konnte ich wieder wandern gehen. Bin echt froh, dass das so rum ist. Und ich möchte es nun mit einfach auf den Weg geben, falls hier irgendjemand zuschaut, der auch verzweifelt ist aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Jeder Körper ist anders. Es dauert, aber es geht irgendwann weg. Nicht den Mut verlieren.